Es herrscht wieder jede Menge Verkehr auf der Anhalter Bahn zwischen Jüterbock und Berlin. Die Strecke ist endgültig aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Jahrelang ungenutzt gehört sie nun zu den modernsten Europas. Schon seit Monaten rauschen ICE-Züge auf Testfahrten über die neuen Gleise. Ab Ende Mai sollen sie planmäßig mit Tempo 200 aus Halle und Leipzig direkt ins Berliner Zentrum fahren. Die Fahrzeiten verkürzen sich um über eine halbe Stunde. Das ist die alte Anhalter Bahn. Natürlich ist das eine Traditionsbahn, aber diese Traditionsbahn wird jetzt, wenn Sie so wollen, wirklich in die Reihe der schnellen Strecken der Deutschen Bahn aufgenommen. Sie gehörte zu den ersten deutschen Zugverbindungen überhaupt. 1841 wurde die Anhalter Bahn eröffnet. Die zweite Zugverbindung von und nach Berlin ging bis Wittenberg. Aufnahmen aus den 20er und 30er Jahren vom Anhalter Bahnhof. Lange Zeit war es einer der größten und beliebtesten Kopfbahnhöfe Deutschlands. In den 30er Jahren war er der Fernbahnhof Berlins. Von hier aus starteten alle Züge Richtung Süden. Ganz in der Nähe des Potsdamer Platzes gelegen, war er das Tor der Hauptstadt zur Welt. Die Anhalter Bahn, schon damals so etwas wie eine Hochgeschwindigkeitstrasse. Der 160 Kilometer schnelle Henschel-Wegmann-Zug fuhr nach Dresden, Schnelltriebwagen nach Leipzig. Bald nach dem Krieg und der Teilung Berlins hatte der zerbombte Anhalter Bahnhof als Station für Fernzüge ausgedient. Damit verlor auch die Strecke zunehmend an Bedeutung. 1952 hatte die Reichsbahn die Umfahrung Westberlins fertiggestellt. Der Anhalter Bahnhof wurde stillgelegt. Die Sprengung im Jahr 1960. Der Portikus, so wie er heute noch steht, ein Denkmal. Die Strecke im Stadtgebiet Berlin bei Lichterfelde Süd vor wenigen Jahren. März 2006 an gleicher Stelle. In den letzten 6 Jahren sind hier 200 Millionen Euro in die neuen Gleisanlagen investiert worden. Die Strecke ist aus einem über 50-jährigen Dornröschenschlaf erwacht. Die Verbindung über den Ostbahnhof und Schönefeld hat bald ausgedient. Die neue Nord-Süd-Trasse führt vom Hauptbahnhof durch den Tiergartentunnel auf die Anhalter Bahn, nach Wittenberg und weiter nach Leipzig und Halle. Neben dem Comeback als Fernstrecke, das sie Ende Mai haben wird, bietet die Verbindung einen anderen Superlativ. Hier wird auf der einzigen Teststrecke in Deutschland das modernste Zugsicherungssystem der Welt erprobt. ETCS heißt das Zauberwort. Sie kennen sicherlich, dass wir an der Eisenbahn normalerweise Signale stehen haben. Und diese Signale sind vom Lokführer zu beachten. ETCS ist jetzt der Schritt, die Beobachtung der Signale an der Strecke auf das Fahrzeug zu verlagern. Das heißt, der Triebfahrzeugführer bekommt alle Informationen, die er braucht, auf dem Führerstein angezeigt. Über einen bahneigenen Mobilfunk werden Fahrwegsdaten ausgetauscht und von einer Kontrollstation an den Zugführer weitergegeben. Auf einem Display sieht er, wie schnell er fahren darf und bekommt andere sicherheitsrelevante Informationen. In den nächsten 15 Jahren soll das, was auf der Linie Leipzig-Berlin schon täglich funktioniert, auf vielbefahrenen Strecken in ganz Europa eingesetzt werden. Ein einheitliches System soll über 50 unterschiedliche ablösen, den Verkehr über die Grenzen in Schwung bringen. Das ETCS-Sicherungssystem, ein Milliardenprojekt, bei dem die deutsche Industrie mitverdienen will. Die Anhalter Bahn, sie ist endgültig wieder in der Mitte Europas angekommen.